Ja, herzlich willkommen bei Feuerwilli. Das bin ich. Ich bin jetzt immer noch im Mariensee. Wir hatten ja schon mal vorhin das MLF vorgestellt. Jetzt gibt es ein Fahrzeug. Das mag ich gern. Schauen wir uns mal an. Los geht's. Sound, wa? Ja, das ist, ich bin Sound aus den 80ern. Sound aus den 80ern, ja. Ne? Da 1980. 1980 glatt. Ja. Gleicher Motor wie bei dir. Sechszylinderreihe, Diesel. Aha. Aber da lacht das Herz, ne? Das hat 136 PS. Echte 136 PS. Oh, ja. So, was ist das für ein Fahrzeug? Ihr könnt schon mal mitraten, wir lösen es noch nicht auf. Achso. Ja, dann halte ich mal im Mund. Also MPW ist es nicht. Nein. Guck da mal rein, bitte. Muss man mal gesehen haben. Also es war schon ein bisschen benutzt, ne? Aber ich finde, für fast 40 Jahre ist ein Träumchen, ne? Oder? Was ist das für ein Auto? Unimog. Ein Unimog? Hol mal, du hast gesagt, hol mal den Unimog raus. Du hast gesagt, wir lösen zum Ende auf. Daran halte ich mich. Ich sehe schon, ihr habt ein bisschen aufgerüstet. Ihr seid mit der Zeit gegangen. Ihr habt so ein bisschen hier... Ne? Ja, also wie gesagt, auch da haben wir natürlich wieder die Geschichte mit umgekippten Flaschen. Ja, mit dem Auto wird gearbeitet. Nein, also das ist ein Fahrzeug, was vor die Ortswehr Otternhagen gehabt hat. Auch aus Neustadt? Genau, den haben wir also geerbt. Da haben wir auch satte 1800 Liter Wasser drauf. Ein TLF 818. Ja, ein 818, genau, mit einer fortschrittlichen Pumpe. TLF 818? Ja. Was heißt das denn? Genau. Also 1800 Liter Wasser und 8 heißt das wahrscheinlich, die ist die Pumpe wahrscheinlich. 8 bar. 800 Liter bei 8 bar, alte Norm, ne? Genau. Stolz auf dich. Aber den guten alten BW-Rettungskofferkasten. Ja, also hier habt ihr noch Platz für Reserveflaschen, da seid ihr dran? Da sind wir dran, ne? Auch okay. An den Gerätschaften, die dazugehören. Sehr schön. Hier haben wir auch wieder Filter für den Ernstfall. Da oben haben wir dann auch nochmal die dazugehörigen Masken. Ich sehe schon, mit Filtergeräten, ihr seid jetzt sehr von Meppen geprägt, glaube ich, ne? Ja, na ja, gut, das ist ja so auch beim Waldbrand immer gern genommen. Wir haben ja auch das Moor in der Nähe. Ja. Übrigens für mich die perfekte Kombination, ein Tanklöschfahrzeug, überhaupt wenn man einen Tank dabei hat, diese Löschrucksäcke, auch wie ihr auf dem anderen schon drauf habt, ne? Sehr effektiv, gerade wenn man irgendwo Wasser braucht, wo man halt nicht so gut hinkommt, im Wald oder, ne? Super. Ja, Schlauch ist also wahrscheinlich, wenn jetzt manche sagen, unser Tanklöschfahrzeug von Baujahr 2015 hat aber viel mehr tollere Sachen. Ja, wahrscheinlich. Aber das ist cool. Ja, das ist cool. Das ist im Stand 80er Jahre. Ne? Ja, geil. Da war das Hightech. Ja, also aber hier, ihr seid mit der Zeit gegangen, ne? Ja, ordentlich also nachgedrückt. Marke Eigenbau, ne? Hält aber. Ja, was haben wir noch? Wir haben noch so einen tollen, wie heißt das Ding? Schnellschaumrohr, oder? Schnellschaumrohr, das haben wir jetzt auch seit kurzer Zeit drauf. Dann haben wir das Ganze auch nochmal in D. Entspricht nicht ganz der Norm, aber erfüllt seinen Zweck. Ist ja süß. Ja, warte mal ganz kurz. Ja. Vorteil von diesem Gerät ist, D ist ja nun auch so eine Sache, die man hin und wieder mal überlegen sollte. Das ist auch was wir wahrscheinlich machen würden, werden tun, wenn wir dieses Auto dann wegbringen, dass wir auf D-Schläuche umrüsten werden und auf D-Strahlrohre. Ganz einfach zu der besseren Bewältigung von Waldbrennen, Flächenbrennen, ähnlichen. Klar, also mit dem D-Schlauch kommst du jetzt anstatt mit dem Tank, sag ich mal, jetzt 20 Minuten kommst du vielleicht eine 3-4 Stunden hin. Das ist so Vergleich. Ne? Also wir haben das jetzt ja erst gehabt, auch mit dem Netzmittel dann, ist eine wunderbare Geschichte. Kann man also nur empfehlen, dass man das dazwischen haut. Ne? Ja, dann eben zweimal Verteiler, wieder Saugkorb auf der anderen Seite, wo wir dann hingehen, können wir wieder zur Pumpe. Ja, nochmal gucken. Ja, und sonst ist da eine alte Wiederung drauf. Schnellangriff ist auf dem auch. Schneller Angriff hat er auch noch, ja, im Monitor, im Kleinformat, C-Strahlrohr. Ja. Gut, das ist natürlich Hightech. Ne? Formstabiler. Aber wie gesagt, Vorteil, das hatte ich vorher so beim anderen zu erklären, hier seht ihr das nochmal, der ist formstabil. Ihr könnt hier so Wasser durchschicken und es kommt trotzdem raus. Es wird also nicht abgeklemmt, weil es formstabil ist, ne? Formstabiler Druckschlauch. Ne? Aber nimmt eben jede weg. Ne? Das sind normale Zeiten. Ja. Ne? Ja, also wie gesagt, 1800 Liter Wasser. Pumpe 8,8,
Auch hier wieder die Geschichte mit dem... Achso, ihr seid ja genau Rückflussverhinderer, ja. Ne? Ist hier auch Thema. Ne? Also ist also gerade ein neuester Stand, habe ich vor 2 Wochen abgeholt von der FDZ. Das ist das. Hier wieder unsere Saugschläuche. Oben haben wir nochmal eine Krankentage. Gucken wir von der anderen Seite. Wie haben wir? Nee, ah, nee, da kann man nicht aufmachen. Ich sehe, da ist kein Tor. Ich könnte ja mal Licht anmachen. Ja, ist ja gut. Ja. Und was haben wir hier noch? Also, das ist hier ein Transformer. Hier muss man noch richtig, kann man richtig noch was umändern. Ja. Okay, und hier haben wir Zumischer, also ordentlich Schaum. Ja. Auch hier noch wieder mit dem speziellen, war also die erste Gattung zum Netzmittel machen. Ah. Dass wir dieses gute Stück da drauf gehabt. Ja, dann haben wir hier eben alles ein bisschen auf engstem Raum, auch nochmal Standrohr. Oh, schön hier. Ja, auch wieder das Gute. Ja, und das ist also auch perfekt. Super. Na, da fehlt jetzt noch ein Feuerlöscher hinter, der ist gerade zur Wartung, zur Abnahme. Ja, das ist mal. Hier sind auch wieder unsere 5 Kilo Salz. Immer wieder gerne. Ah, das seid ihr. Das ist also was auch ein Lerneffekt, den wir mal gehabt haben im Winter, dass wir dann eben bei Minustemperaturen rund ums Fahrzeug uns nicht mehr bewegen konnten und dann gesagt haben, wir machen das hier mit in wunderbare Geschichte. Nehmt den Tipp mit, ich selber habe das auch noch nicht, wird sich aber ändern. Also das ist ja schön auch für mich, dass ich was lerne. Also dieses Streusalz, so ein kleiner Behälter reicht schon, damit man hier so ein bisschen auch ums Fahrzeug im Winter abstreuen kann, dass man hier nicht selber einen Spagat macht. Ne? Einsatzstelle ein bisschen absichern, passt super. Alles wunderbar. Sehr guter Hinweis. Ja. Dein Lieblingswerkzeug. Flächeaufreißer, also den haben wir auf beiden Fahrzeugen. Er ist halt so mehr so ein Aufreißer-Typ. Gerade hier bei der Willi Crew. Genau. Genau, und ich wollte noch sagen, oben drauf, sagtest du eben, hast du zweiteilige Steckleiter und Schlauchbrücken. Schlauchbrücken und auch noch mal ein paar Feuerpatschen, Besen. Ja. Wo ist der Kameramann? Der könnte da. Geh mal her hier. Was macht denn der da oben? Also Willi glaubt, er hat schon alles gesehen. Ich muss ihn kurz mal die Kamera aus der Hand reißen. Ich würde gerne eine Sache noch mal sehen. Zack. Und jetzt geht es bei dem Auto um das, was mich da interessiert. Mach mal Haube. Da vorne? Ja. Denn wo ein Stern drauf ist, ist auch ein Stern drin. Noch. Ah, Oldschool aus den 80ern. Ja. Da geht's schon los. Geil, ey. Einfach geil. Sehr schön. So. Okay, das ist aber erst nur die halbe Wahrheit. Hier müssen wir nur anmachen. Ja? Ja, warte ich mal. So, weiß ich nicht. Das ist das Wichtige. Für die Freunde der grünen Plakette. Ja. Oh ja. Soll ich mal ein bisschen beiseite gehen? Oh. Jetzt gucken wir mal vorne. Das ist geil, oder was? Zurück. So, so was hart. Nicht so viel. So, deshalb das für euch. Man kann manchmal noch so tolle neue Autos haben. Hier habe ich gerade richtig schön Gänsehaut. Ah. Vielen Dank.